Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Folge Goat Simulator und wir haben mal wieder vor auf unsere sagt man schon auf unsere Kommentare hier zu Freien Gott. Ich hab's auf unsere Kommentare zu reagieren und dementsprechend werde ich jetzt mal den Onkel Gott hier nehmen, keine Ahnung was ist. Und vielleicht versuche ich jetzt mal mit diesem Skateboard auf die Insel zu kommen. Soll ja anscheinend möglich sein. Ich habe schon eher Probleme mit dem Skateboard zu fahren. Ich denke, ich werde jetzt einfach mal an die Zungen heften und dann losmarschieren. Ach. Jetzt schaue ich das auch erst richtig. Habt ihr bei meinem Let's Play die Story about my Uncle gesehen? Ja, dann sollte euch dieses Zeichen ja bekannt vorkommen. Und die Zunge auch oder so. Ich kann mich sogar anziehen. Warte mal. Was geht sogar? Oh. Oder auch nicht. War ich hier schon mal durch? War hier schon mal drin? Okay, ja, hier war ich schon mal. Was ist mal oben rot? Rotlich Milieu, was? Warte mal kurz mal schauen. Oh, das ist so. So, das Thema an. Ach so, das ist nur rot, rotes Fenster. Ach so, scheiße. Ich will hier raus! Lass mich raus! Oh, das sieht nicht gesund aus. So. Okay, also ich muss mal kurz jetzt ein Skateboard organisieren. Ah, drüben ist die Halfpipe. Oh, pom. Okay. Also es soll ein bisschen Kasse sein. Ja, okay, Supermarkt, das ist es nicht. Ich spreche natürlich gerade von einer Ziege. Goldene Ziege, aber da bin ich wohl schon vorbei. Ah ja, ich suche immer noch dieses Wind, ja. Smaragd oder nee, dieses. Ach, mein Gott, ich habe echt gerade von der Farbe verloren. Dieses Wind, wie heißt es da? Nicht Edelstein, Götz, nicht Götze, Relikt so. Dieses Windrelikt, das ja hier oben bei diesem Altar bräuchte, habe ich jetzt noch nicht gefunden und weiß auch nicht, wo man es finden würde. Aber warum ist es jetzt ein Skateboard? Okay, das Skateboard ist da oben zu holen. Ja, das ist. Ja, jetzt komm ich da hoch ohne. Da ist eins. Hallo. Ja, shit. Ich wollte gar nicht. Das ist hässlich so. So, dann gehen wir mal zum Schiff. Autsch. Kann ich übers Skateboard fallen? Nö, gar nicht wirklich. Ich halte das Skateboard um die Ohren. Yeah, geklappt. Wo war denn der Typ? Ach, der war beim. Der war beim. Was? Oh, das geht sogar. Flappy Bird. Oh, das ist sowas von schwierig. Oh mein Gott! Mein Gott, Flappy! Ah!
Warst du gerade hochst auch tot? Boah. Die ganze. Ah, oh, komm, egal. Die ganze Musik hier war hier. Shake, nicht. Okay, dann gehen wir weiter. Hallo? Oh oh. Nehmen wir einfach weiter. Ah, jetzt geht es schön sehr. Ah, lass mich durch hier! Achtung! Zieh ich am durch den. Oh. Moment. Oh, entschuldige, das wollte ich nicht. Das war echt scheiße. Also eine Ziege im Freizeitpark mit dem Skateboard schlimmer als ein Elefant im Porzellan an. Echt. So, jetzt aber. Entschuldige! Entschuldige! So. Wenn das hinklappt, dann fällt den Besen. Das wird nicht klappen, ey. Aber kann ich ihn hinlegen, oder? Am besten so wahrscheinlich. So, jetzt hoffe ich, dass er drin bleibe. Und vor allem das Problem ist ja noch, ich muss dann frühzeitig rausspringen, weil ich ja sonst hochkantig hier rausfalle. Oh oh. Oh oh. Da sind wir zu, was ich ganz in Ordnung. Okay, da müssen wir jetzt aufstehen, aufstehen, aufstehen. Aufstehen! Ja, super. Das war ein Fail. Ich konnte nicht aufstehen. Wieso habe ich. Bin ich nicht aufgestanden? Ja, super! Packen wir den Board aus, genau. Was ist es? Skateboard aus? Oh, ich hab versagt. Ah, oh, kann man jetzt neu starten? Okay, also auf die Insel kam ich schon mal. Jetzt ist die Frage, ja, wie bleibe ich da drin? Weil es hieß ja, dass man mit dem Skateboard dann wieder rauskommt. Also komme ich gleich nochmal zu Anfang des Skateboards hier drüben. Oh nein. Ja, das habe ich ganz vergessen. Warte mal, wie war Special Use? Irgendwie war das Special Use doch sowas came in. Attack like 2 in Sprint Left Toggle Slow Motion Special Use R. Wenn das ja Onkel Style ist. Moment, geht's gar nicht. Scheiße. Das ist ein bisschen mühsam, echt, wenn so im Wasser hinten ist. Vielleicht ist die Bar ja da. Das. Der Einkaufsladen. Dann hol mir halt die andere goldene Ziege. Mal kurz. Oh, wer hat dich hingestellt, du blöder. Ach du Scheiße. Ja. Juhu. Hallo. Ich habe Angst. Boah, ich wusste es. Oh, und der fällt gleich vom Haus. Hä? Boah, ist der weit geflogen, ey. Was ist das hier eigentlich? Nee, nee, nee. Kein Feuerwerkskörper. Feuerwerkskörper müssen rüber. Oh. Da haben wir einen Laden. Da war ich gerade vorhin in diesem Laden, oder? Ah, die Tür bleibt verschlossen. Na gut, da nicht. Oh, Sackgasse.
Autsch! Nein! Boah, ich war so Anhänger schlagen oder. Oh, nein! Na gut. Was denn durch jetzt? Hier durch. Ah, hier ist eben wieder das Relikt. Aber man hätte nicht entdeckt. Das war. Das ist der Kern. Was zum Teufel ist das, bitteschön? Ja. Jetzt habe ich mal gerade gedacht, was keine der Fliege fliegt. Ich habe gedacht, was ist das für ein komisches Teleskop, was endlich mal eine Lampe runtergefahren ist. Eigentlich bin ich da zuständig, dass das so aussieht oder verantwortlich. Kann man ja eigentlich die ganzen Autos auch zerstören. Vielleicht ist eine Ziege in deinem Auto versteckt. Oh, danke vielmals. Hat der Kenny ja überfahren, echt, ey. Da ist noch kein gewesen. War super, von einem war das ja schon tot. Alles weg. Da eins noch. Also ich dachte, ich habe gedacht, das ist ein Turm eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie es wisst, man kommt hier sogar über das Tunnel, kommt man sogar in die das alte Dorf. Ich muss diesen Tunnel hier durchgehen. Nee, nicht mit mir. Was? Das hat er mich doch erwischt, oder wie? Das ist mir auch nicht aufgefallen. Wieso sind hier Ziegen auf den Bäumen? Moment mal. Okay, eins ist unten. Einfach sinnlos, ganz ehrlich gesagt. Aber hinten ist so alles so frei Raum, wo man nichts gemacht hat. Na gut, da hinten ist die Kletterpartie, ja. Die Ziegen haben ja geholt, wir sind da souverän hochgesprungen, das habt ihr ja gesehen damals bei der Folge. Ja, super, ich frage mich jetzt, was mich jetzt hier weggeworfen hat. Gut, hier vorne haben wir noch Steine, die könnten wir eigentlich hier aufmischen. Hat hier noch was versteckt vielleicht? Ja, super. Autsch! Ja, ich sehe schon, wir haben jetzt gleich die Folge hinten geschafft. Ich werde eigentlich nur Blödsinn gemacht die ganze Zeit. Ich werde so ganz kurz trotzdem noch versuchen, dieses Skateboard mitzunehmen. Ja, ich bin's. Ah, und weg. So. Platz da! Die Skateboard-Tick ist da. So. Fast hätte ich es geschafft, aber nicht. So. 360! Oh, das ist echt ätzend, sowas. Komm jetzt schon. So, und los. Was ist das? Eine Ziege mit Skateboard ist das. Und tschüss, ihr zwei kennt mich ja schon.
So. Nein! Ah, oh, jetzt Kuh. Oh nee, das kommt nicht gut. Ich falle runter. Nein, nein, nein. Steh auf. Ah, super. Was ist Skateboard hingeworfen? Nein! Das Skateboard ist weg. Aber eigentlich müsste man im Skateboard ja dann auch rausfahren können. Ist eine goldene Ziege, müssen mich verarschen. Also entweder was ist ein Bug oder da in dem Schiff tatsächlich eine goldene Ziege. Da ist eine goldene Ziege, tatsächlich. Da hatte immerhin das ganze eins Gutes gehabt. Ich habe eine goldene Ziege gefunden. So, okay. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Goat Simulator. Und ich vielleicht hier aufhöre, das Ding hier zu fressen oder anzulecken. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und sehen wir beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt. Ja, suche ich natürlich die Taste. Welche ich finde. Ah, kann die was. Oh, ja. Was soll ich dazu?